Guten Tag, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer ersten Live-Sendung der Redaktion Mittenmang. Wir haben eine Sendereihe neu aufgelegt unter dem Titel Verbieten ist verboten. Und die erste Sendung heute heißt Smartphones an Schulen, verbieten oder nicht. Mein Name ist Harald Mühle. Ich bin Brigitte Stumm. Und ich würde gerne die Gäste vorstellen. Die Gäste sind der Herr Arne Schaller, er sitzt in der Mitte. Er ist von der GEW, Leitung Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit. Dann der Herr Studienrat Ferdinand Horbert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Philologenverbandes Berlin-Brandenburg. Und Herr Jakob Schamon. Er ist Leiter der bilingualen deutsch-skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin. Ja, und außerdem ist unserer Einladung dankenswerterweise gefolgt Frau Magda von Garell. Sie ist Sonderpädagogin und Diplom-Politologin. Und Lukas Valetile, ein Schüler der 12. Klasse, dazu aber vor allem Pressesprecher und stellvertretender Vorsitzender der des Landesschülerinnenausschusses Berlin. Richtig so, ne? Ja, das sind also unsere Gäste, die wir herzlich begrüßen. Mhm. Ja, Mittenmang ist ja eine Personengruppe, die im gereiften Alter ist und wir wollten Ihnen deshalb einfach mal zeigen, wie wir früher gelernt haben. Schiefertafel, Griffel, zwei harte Schulbänke und eine Wandtafel mit ordentlich Kreide drauf. Wir schauen uns das mal an. Einspieler heißt Klassenzimmer früher und heute. Ja, so sahen also die Klassenzimmer aus, in denen vor allem unsere Mittenmang-Redakteure ihre Schulzeit verbracht haben. Heute ist das ganz anders. Nicht nur, dass die Lernmittel viel moderner geworden sind. Immer häufiger finden wir auch Smartphones an Schulen. Kaum ein Schüler, der nicht über eins verfügt. Und gerade die Nutzung dieser Smartphones wird in den Schulen sehr kontrovers diskutiert. Frankreich hat ein generelles Smartphone-Verbot ausgesprochen. In Deutschland gibt es auch ein Bundesland, nämlich Bayern, wo das Smartphone generell an Schulen verboten worden ist. Alle anderen Länder handhaben das ganz unterschiedlich. Wir hatten also diese Ausgangslage als Grundlage für unsere Frage genommen, sollte man Smartphones an Schulen verbieten oder nicht? Wir wollen mal mit einer kleinen Umfrage unter unseren Gästen anfangen und fragen, wer ist denn dafür, dass Smartphones an Schulen verboten werden? Würden Sie mal die Hand heben, wer dafür ist? Okay, dann wäre also, die anderen wären dann dagegen, dass sie verboten werden. Das ist dann logisch. Ja, bevor wir uns dieser Frage vielleicht ein bisschen näher widmen, würden wir uns eine kleine Straßenumfrage ansehen, die wir am 9. Oktober im Volkspark Friedrichshain zum gleichen Thema gemacht haben. Das sollte jetzt mal. Also ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht, aber im Unterricht auf jeden Fall, finde ich, sollte ein Smartphone-Verbot bestehen, weil es den Unterricht stört. Also ich habe mir tatsächlich auch noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht.
ich sehe es ähnlich. Ich finde es auch wichtig, dass es innerhalb des Unterrichts nicht dazugehört, weil es einfach extrem ablenkt. Also ich bin der Meinung, dass es im Unterricht definitiv verboten sein sollte, Smartphones zu benutzen. Ja, ich denke mal, dass man das tatsächlich unterbinden sollte, dass man einfach sagt, so Schule sollte frei sein von dem Smartphone. Es ist eine schwierige Frage, finde ich. Heutzutage ist es ein bisschen komplizierter, als man sich das vielleicht so einfach so vorstellt. Also ich würde sagen, einfach wäre es, wenn man es verbietet den Kindern, ob das jetzt, ich denke schon, dass es etwas bringt, wenn man es verbietet. Ich meine, zur Smartphone-Nutzung generell, dass das inflationär geschieht und ich das Leben wesentlich schöner finde, wenn es wesentlich wenige Dinge überall gäbe und an den Schulen schon gleich gar nicht. Also die sollen lieber auf dem Pausenhof miteinander Fußball spielen und fangen. Ich arbeite an einer Schule. Na, dann wäre das irgendwie besser. Und ich wäre auch dafür, wenn ich gleich der Meinung bin, das wird nicht machbar sein. Dieser Prozess ist einfach nicht aufzuhalten. Also ich bin Selbstlehrerin an einer Schule und ich würde sie nicht verbieten. Also ich würde sie natürlich irgendwie aus dem Unterricht verbannen und auch dafür sorgen, dass die Kinder natürlich nicht den ganzen Tag irgendwie an ihrem Telefon sind. Aber ich finde es nicht so schlimm, wenn sie dabei haben. Ja, da haben wir ja schon mal die ersten Befunde auf den Tisch bekommen und ich möchte mich gerne an den Herrn Walle Thiele wenden, weil er ja in unserer Runde hier jetzt die Schüler vertritt. Was macht ihr eigentlich mit den Smartphones in der Schule? Kannst du uns mal darüber aufklären? Wie sieht das bei euch aus? Lenkt das Smartphone wirklich so im Unterricht ab? Vergesst ihr vor lauter Smartphone-Nutzung das Miteinander in der Schule? Was macht ihr da? Also erstmal sind die Nutzungsmöglichkeiten von Smartphones natürlich sehr vielfältig. In den Pausen wird viel gechattet, viel auf den anderen sozialen Netzwerken rumgehangen, Instagram, Snapchat und viele andere. Es wird auch viel einfach für praktischen Nutzen verwendet. Zum Beispiel haben wir an unserer Schule einen Online-Vertretungsplan, wo wir immer sehen, was ausfällt, was wie vertreten wird gegebenenfalls. Mhm. Zusätzlich gibt es teilweise Stundenpläne, die man sich aufs Smartphone laden kann. Und innerhalb des Unterrichts beobachten wir, dass es recht wenig verwendet wird momentan. Das liegt vor allem, denke ich, an der Mentalität vieler Lehrerinnen und Lehrer. Wenn es dann aber verwendet wird, viel für Recherchezwecke und genau, ich persönlich erlebe es nicht so, dass das so einen großen Faktor darstellt, der enorm ablenkt. Mhm. Aber ihr habt keinen Medienunterricht, wo das Smartphone sozusagen wirklich inhaltlich verwandt wird? Nein, wir haben jetzt keinen Unterricht mit dem Titel Medienunterricht. Ich persönlich würde mir wünschen, dass Smartphone mehr im Unterricht auch genutzt wird. Es ist klar, es ist ein neues Medium. Es ist wie jedes andere Medium, besitzt es große Vorteile und auch Gefahren. Und ich denke, es ist wichtig, sowas nicht pauschal zu verbieten, sondern sich kritisch damit auseinanderzusetzen, die Chancen und auch die Gefahren abzuwägen und im Unterricht zu thematisieren. Denn ansonsten verlagert man das Problem nach außerhalb der Schule. Und ich denke nicht, dass das weiterführt. Gerade weil das Smartphone, wie auch schon im Einspieler gesagt wurde, sich so inflationär verbreitet in unserer Gesellschaft. Mhm. Mhm. Ja, ich richte mich dann mal an die Lehrer. Wie stellen Sie sich eigentlich in der Schule dieser Situation mit den Smartphones? Ich spreche mal den Herrn Chamon an. Wie sieht das bei Ihnen in der Schule aus? Ist es da verboten? Wird es genutzt? Natürlich ist das nicht verboten. Das wäre eine Katastrophe. Wir leben ja in einem Land, wo die Schulen sehr schlecht ausgestattet sind, was Digitalisierung angeht. Und ich finde es ganz wichtig, dass man nicht spricht über Smartphones oder Nicht-Smartphones. Es geht um meines Erachtens um viel mehr als das. Und es geht um den Umgang mit den Medien. Egal, ob wir reden Computer, Tablets oder Smartphones. Man muss natürlich als Pädagoge immer gucken, was ist meine Aufgabe? Und meine Aufgabe als Pädagoge ist, die jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler zu begleiten in alle Phasen des Lebens.
Und ich finde es so schön zu hören, dass die jungen Menschen so gut mit dem Thema eigentlich umgehen schon. Und wenn wir hören, die Erwachsenen in dem Einspieler, wie einspurig die alle mit dem Thema umgehen. Und das finde ich sehr problematisch. Unsere Aufgabe als Lehrer ist natürlich, Basisfähigkeiten, Stoff den Schülern beizubringen. Aber unsere Aufgabe ist es auch, die Gesellschaft zu spiegeln und die Jugendliche und Kinder sozusagen in ihrem Leben in unserer Gesellschaft heutzutage zu begleiten. Und so ein bisschen bösartig kann man ja sagen, in den Einspielern, was Sie gezeigt haben, da ist ja nichts Neues. Die zwei Klassenzimmer waren ja ähnlich. Da war eine Tafel und da war eine frontale Schule. Und das ist vielleicht das Problem, dass da vorne ein, sage ich mal, so ein großer Fernseher hängt, ändert leider nicht den Unterricht. Und mit den Smartphones kann man sagen, was Sie ja auch gesagt haben, in Deutschland heutzutage werden die Smartphones leider nicht im Unterricht gut eingesetzt, um den Lernstoff sozusagen besser zu vermitteln. Und da müssen wir hin und da brauchen wir sozusagen, dass die Pädagogen viel besser ausgebildet werden, weil viele wissen es auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich Herrn Harbott fragen kann. Können Sie dagegen halten? Also ich meine, er fordert bessere Ausbildung in den Schulen. Sie hatten ja vorhin aufgezeigt, doch für ein Verbot zu sein. Was sind Ihre Gründe? Also um das nochmal zu differenzieren an dem Punkt, es geht nicht um den Einsatz moderner Medien, also im Zusammenhang zum Beispiel mit Tablet oder da, sonst würde das missverständlich sein. Es geht also hier um die private, also die Nutzung von privaten Smartphones. Da würde ich ausgesprochen differenzieren wollen. Insofern ist die Meldung bezogen auf die Nutzung privater Smartphones, die natürlich dann auch genutzt werden können für ihr privates Chatten mit allen möglichen Themen, die auch unter der Gürtellinie stattfinden. Und das Thema Mobbing der Schüler untereinander ist ein sehr großes. Das heißt, man muss also bestimmte Sachen auch, sagen wir, aus der Schule erstmal und dem Unterricht fernhalten. Das halte ich also auch für wichtig. Und an meiner Schule ist das Smartphone verboten, aufgrund von Mobbing-Erfahrungen. Das heißt also, wir sahen uns verpflichtet, andere Schüler zu schützen. Und im Rahmen dieses Schutzes, so sagen, haben wir dann uns entschieden, dieses zu verbieten. Das heißt, es ist auch eine pädagogische Aufgabe, andere zu schützen. Und dann ist es eine zweite Frage, wie sieht eigentlich ein Smartphone aus, wie ist das eingerichtet, welche Zugänge haben Sie zum Beispiel, welche Applikationen können Sie darauf laden, wie sind also die einzelnen Verträge. Das heißt also, da sind sehr viele private Unterschiede, die ich dann, muss man sagen, auch nicht mehr für günstig halte. Ich bin aber für natürlich die Nutzung von Tablets, die ausgerichtet sind auf modernen Unterricht an diesem Punkt. Das heißt also, mit Tablets kann man an dieser Stelle ganz was anderes auch machen. Man kann auch mit diesen Tablets natürlich auch das begrenzen. Zum Beispiel an der Stelle deutlich zu sagen, also im Netz sind sie nicht, aber sie nutzen natürlich die Einrichtungen, Medieneinrichtungen der Schule, die dann auch zur Verfügung gestellt werden. In einem gebe ich ihm recht, die Ausbildung, die Ausstattung der Berliner Schulen sind nicht annähernd so, wie man sich das vorstellen sollte und eigentlich müsste. Da müsste was ganz anderes sein, gar keine Frage. Also ich bin für modernen Unterricht, bin für eine Mediennutzung an dieser Stelle, aber ganz gezielt. Und ich habe etwas anderes im Kopf aus meiner ersten Zeit als Referendar. War das Zeit Overhead-Folien. Nutzung, das war so das Thema. Es mussten immer irgendwo Overhead-Folien her. Stimmt. Ich bin Physik- und Chemielehrer. Okay, Physiksammlung wurde gerade umgebaut, geometrische Optik. Ich habe also schöne Folien hergestellt. Ich fand die super. Overlay-Folien mit allen möglichen Farben. Und dann kommt ein Schüler so nach einer Viertelstunde und sagt, können Sie das nicht mal an der Tafel anzeichnen? Und mir rutschte der Groschen pfennigweise. Wenn ich das an der Tafel mache, es findet ja ein Prozess statt. Und ich habe nicht eine fertige Folie vorgelegt und etwas aufgelegt. Das heißt, da muss auch eine Prozesssteuerung stattfinden. Das heißt also, man muss sehr genau überlegen, wann man welches Medium einsetzt. Ich glaube, das ist entscheidend. Neue Medien machen keinen besseren Unterricht, sondern man muss sehen, wie man und zu welchem Gegenstand man das einsetzt. Und ich halte das für ausgesprochen wichtig. Ja, Herr Schaller, die Schulen scheinen irgendwie nicht so richtig darauf vorbereitet zu sein, mit so einem einerseits geforderten Verbot, also der privaten Nutzung, andererseits also der Ausbildung der Lehrer, auf diesen Punkt zu kommen, dass man halt sagt,
ja, wir brauchen das. Also wie, woran hakt das da? Das hakt an ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum einen ist es ganz klar die Ausstattung. Wir haben in deutschlandweit gerade mal 40% der Klassenzimmer ausgestattet mit Internetzugang, mit WLAN ist hiermit gemeint, natürlich, wenn es um Tablets oder um Smartphones geht. Das hakt an veralteten Geräten, an PCs, die vielleicht eher eine Kurbel verdienen als eine Steckdose. Das hakt an Beamern, wo die Glühbirne natürlich gewechselt werden muss, die gewartet werden muss. Also wir haben viel Probleme mit veralteter Technik. Wir haben auch leider noch eine unzureichende Ausbildung. Das spielt auch eine Rolle. Und wir haben unzureichendes Angebot an anregenden Fortbildungen. Viele, viele Lehrkräfte wollen digitale Medien natürlich einsetzen, sehen sich dafür aber nicht unbedingt imstande. Gerade wenn ich an neue Medien denke, an soziale Netzwerke oder Ähnliches, das ist ein Bereich, der sehr komplex ist. Gerade jetzt aktuell, was den Datenschutz zum Beispiel angeht. Da gibt es sehr, sehr viel Bedarf einfach von Lehrkräften, die sich gerne fortbilden möchten. Und da müssen wir natürlich Angebote für schaffen. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, das haben Sie bei der Meldung gesehen, ich bin definitiv nicht für das Verbot von Smartphones, denn Schule spiegelt auch immer ein Stück weit den Alltag. Und wenn wir den Alltag aus den Schulen verbannen, verbannen wir auch die Probleme der Schülerinnen und Schüler. Diskriminierung ist ein Problem, ganz klar. Daher müssen auch definitiv klare Regeln für alle aufgestellt werden, die deutlich gelten. Aber wir können nicht erwarten, dass Schülerinnen und Schüler nur privat zu Hause chatten und dort vielleicht Streits, Diskussionen, Probleme entstehen und diese aus der Schule aber verdrängen. Das funktioniert so nicht. Ja. Ich will zu dem Thema was sagen. Ich bin sehr einig und das meine ich nämlich auch. Ich meine wirklich, es geht darum, wir müssen es begleiten. Und in der Zeit, wir haben die Probleme, aber ich würde mich wünschen, dass wir auch heute nicht nur über die Ausstattungsprobleme sprechen, weil die wissen wir, die sind überall. Aber genau in der Situation, wo drin wir stecken, wäre es ja fatal zu sagen, wir verbieten sozusagen das, was wir eigentlich haben. Wir haben die technische Ausrüstung, die Schüler haben die technische Ausrüstung. Natürlich müssen wir sichern, dass kein Schüler sozial nachbeteiligt ist. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber wie gesagt, ich komme aus Dänemark. Die gleiche Diskussion war der Fall vor 15 Jahren in Dänemark, wo sozusagen Internet ausgerollt wurde. Ja, Sie lachen, aber das ist tatsächlich der Fall. Vor 15 Jahren waren alle staatlichen Schulen in Dänemark mit WLAN ausgestattet und wir hatten keine Geräte. Und wir standen da als Lehrer und sagen, was machen wir? Aber die Schüler, wir haben so der Spruch gehabt, die Tasche ist voller Gold. Also alles, was die Schüler, was wir eigentlich uns als Lehrer gewünscht hatten, hatten die Schüler. Aber natürlich müssen wir uns Gedanken machen für das Private. Da sind wir völlig auf der Linie. Aber wenn ich blicke an die Kolleginnen hier, die ein bisschen älter sind als ich, habe ich gesagt, haben Sie an Ihrer Arbeitsblätter auch Blümchen gemalt? In Ihrer Schulzeit? Nie? An der des Papier oder so ein kleines Zettelchen geschrieben unter dem Zettelchen Tisch. Natürlich. Ja, genau. Ich meine, Ablenkungsmanöver oder aus dem Fenster geglotzt. Ablenkungsmanöver gibt's immer. Und sozusagen zu sagen, dass Smartphones der Grund ist, dass die Schüler heutzutage weniger konzentriert ist, den kaufe ich nicht. Wir müssen als Erwachsene das alles begleiten. Das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen auch die Mobbingfälle begleichen. Ich würde mich lieber, und da stelle ich mich auch gerne offen dafür, zu sagen, eigentlich würde ich mir wünschen, da wo die Schüler alleine sind, zu Hause in dem Zimmer oder in der U-Bahn, würde ich viel lieber ein Handyverbot haben. Weil da sind die Kinder alleine, die sind unbegleitet und da entstehen die Probleme. Die entstehen tatsächlich nicht, würde ich sagen, in dem Unterricht. Ich würde gerne Frau von Garrel ansprechen. Frau von Garrel, nicht? Ja, ist richtig. Alles klar. Frau von Garrel, was meinen Sie, welche Regelungen und also sollte man verbieten, sollte man nicht verbieten? Welche Regelungen müssen sozusagen von der Schulseite einerseits, aber auch vom Bund oder von den Ländern kommen? Also wie schätzen Sie das ein mit dem Verbot und Nichtverbot und hin und her? Also damit möchte ich mal anfangen, weil ich weiß nicht, ob ich mir jetzt so ein Regelungswerk aus den Ärmeln schütteln kann. Zunächst mal, Sie haben es ja an meiner Meldung gesehen, ich tendiere tatsächlich, stehe ich auch zu, eher zum Verbot, obwohl ich selbstverständlich sehe, dass es auch ernstzunehmende, dafür sprechende, also für die Abschaffung des Verbotes Argumente gibt. Ich möchte aber, um meine Position zu untermauern, auf ein, zwei Dinge hinweisen, die noch gar nicht angesprochen worden sind. Und zwar ein Handy ist nicht nur ein Mobbing-Instrument, also
mit der Möglichkeit zum Mobbing, sondern vor allen Dingen auch ein Kontrollinstrument. Also ich denke dabei an die berühmt-berüchtigten Helikoptereltern, die sich tatsächlich nicht davor zurückscheuen, ihre Kinder über Handy zu orten. Aber vielmehr denke ich noch an das, was jetzt aktuell hier auch in Berlin los sein wird. Ich denke an die Aufforderung der AfD, Lehrer zu melden, die sich kritisch zur AfD äußern. Und wenn das Ganze jetzt auch noch mit Smartphones dokumentiert werden kann, dann möchte ich nicht wissen, was da dann auf den E-Mail-Konten der betroffenen Lehrer los sein wird. Das sehe ich als ganz, ganz große Gefahr. Was also die Mediennutzung angeht, auch da bin ich so ein bisschen gespalten. Natürlich kann ich nicht die Augen verschließen und so tun, als hätten wir eine Zeit wie noch vor 20 Jahren. Aber ich glaube, wir lassen uns andererseits auch ein bisschen verrückt machen. So nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn wir den Internetzug verpassen, also dann verpassen wir speziell in Deutschland den Anschluss an die Weltspitze. Das halte ich nicht für richtig, vor allen Dingen dann nicht, wenn es verbunden wird mit der Forderung, dass schon die Allerkleinsten, sprich die Kita-Kinder, damit konfrontiert werden sollen. Das ist, was ich zu bedenken geben möchte. Mhm. Und jetzt, was die Regeln angeht, naja, da lassen sich natürlich immer irgendwelche, da sagen wir mal, gangbaren Auswege finden. Also ich denke da an ein Beispiel aus Estland. Die sind ja eigentlich voll digitalisiert, aber auch die sagen Smartphones auf keinen Fall auf dem Schulhof, weil die hätten also bemerkt, in der Anfangszeit, wo das wohl noch nicht so war, dass die Schüler außer eben darauf zu gucken, gar nichts mehr mit sich anfangen konnten. Und jetzt, wo dieses Verbot durchgesetzt worden ist, da würden die plötzlich wieder ganz normal anfangen, sich zu bewegen und Spiele zu spielen. Also das ist nämlich auch so ein Aspekt, den ich auch nochmal ins Gespräch bringen möchte. Also Handy oder Smartphone verleiht ja auch zu einer gewissen Immobilität. Mhm. Ja, ich würde gerne auf Ihre Punkte eingehen. Zunächst einmal zu diesem Helikoptereltern, die Sie angesprochen haben. Klar, das gibt's. Ich glaube aber nicht aus persönlicher Erfahrung und auch was ich von meinen Mitschülerinnen erfahren habe, dass das so ein großes Problem ist in diesem Kontext Handy an der Schule. Den nächsten Punkt, den Sie angesprochen haben, finde ich sehr interessant. Diese AfD-Plattform, da bin ich total bei Ihnen. Sowas ist in meinen Augen total absurd, dieser Vorschlag, und auch nicht unterstützenswert. Ich glaube aber, dass gerade das Problem an dieser Forderung ist, dass es enorm in das Vertrauen in der Schule eingreift. Also im Politikunterricht oder im Geschichtsunterricht, gerade da ist es, denke ich, wichtig, dass man frei Meinung äußern kann, sowohl Schülerinnen als auch Lehrerinnen, damit man zu mündigen Bürgern werden kann, damit man die kontrovers diskutieren kann. Und jetzt haben wir ein Vertrauensproblem dadurch. Ich hoffe, es wird nicht so ernst genommen, dass das wirklich so massiv den Schulalltag beeinflusst. Aber das Motiv der AfD ist in diesem Punkt ganz klar. Man möchte irgendwie Lehrer verunsichern, Angst machen, dass sie nicht AfD-kritische Äußerungen machen. Und ich glaube, mit so einem, indem man dann sagt, von Schulseite aus jetzt verbannen wir das Handy, damit ihr nicht an die AfD petzt. Das ist doch noch ein weiterer Ausspruch des Misstrauens in dem Sinne. Dann sagt man ja, wir vertrauen euch nicht, dass ihr das davon selbst drauf kommt, dass das Quatsch ist. Wir glauben euch nicht, dass ihr nicht in der Lage seid, das zu reflektieren. Und deswegen verbieten wir euch das jetzt. Ich würde selber gerne noch einen Punkt nennen, nämlich was in meinen Augen der Auftrag von Schule ist. Und das ist Persönlichkeitsbildung, in meinen Augen. Persönlichkeitsbildung zu mündigen und kritisch denkenden demokratischen Bürgerinnen und Bürgern. Und gerade da, man hat Probleme. Wir haben Cybermobbing, bin ich total bei Ihnen. Das ist ein Problem. Aber lösen wir dieses Problem, wenn wir die Smartphones verbannen? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, man muss immer, wenn es um ein Medium geht, das kritisch reflektieren, innerhalb des Unterrichts behandeln, um ja, Persönlichkeiten dazu zu bilden, damit reflektiert umzugehen. Ja,
Ich kriege jetzt ein Zeichen von der Regie. Wir müssen jetzt mal weiter mit dem dritten Einspieler gehen. Und zwar haben wir wieder eine Straßenumfrage gemacht mit dem Thema, kann man eigentlich wirklich etwas verbieten? Generell das zu verbieten an Schulen halte ich für Humbug. Also dazu ist es einfach viel zu verbreitet. Kann wahrscheinlich auch positiv genutzt werden. Und in den Pausen, finde ich, sollen die Kinder machen können, was sie möchten. Verbieten, ja. Im Unterricht nein, aber viel auf Pausenhöfen mit Videos zeigen und so, finde ich, gehört verboten, weil es mir mittlerweile zu gefährlich ist. Es erleichtert vielleicht auch den Ablauf in den Schulen. Für die Lehrer ist es bestimmt auch einfach, finde ich auch okay. Ich weiß nicht, ich vermag nicht zu sagen, inwieweit die Dinger sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können, aber private Smartphone-Nutzung an den Schulen auf gar keinen Fall. Wenn ich es bewusst anwende, ich brauche es ja auch gelegentlich. Es ist ja nicht so, dass ich eine Neuerung ablehne generell. Ich habe selber an Schulen gearbeitet oder arbeite immer noch an Schulen projektbezogen und mit kreativen Projekten, wo die Kinder eben was künstlerisch gestalten sollten. Und da haben sich dann einige Jugendliche aus dem Handy Malvorlagen rausgesucht, also Bilder, und haben dann nach diesen Vorlagen was gestaltet, also was dann halt eben angeregt hat und zum kreativen Prozess beigetragen hat. Also das meine ich mit positiv. Ich finde, wenn man mit Unterrichtsmaterialien und so weiter so weit ist, dass man dann das Smartphone richtig einsetzen kann, ist natürlich schwierig mit Datenschutz und all so eine Sachen sind sehr aufwendig, glaube ich, dann für eine Schule. Aber wenn das erstmal alles soweit richtig geregelt ist, ich glaube, dann ist es natürlich sehr praktisch, das auch im Unterricht zu verwenden. Ja, wir haben unsere Veranstaltungsreihe ja nicht umsonst genannt, Verbieten ist verboten. Dieser Spruch stammt eigentlich, stand ja mal über dem Klingelschild von Wolfgang Thierse, unserem ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten. Und deshalb waren wir auch der Meinung, das eignet sich eigentlich ganz gut für unsere Sendereihe. Was meinen Sie denn? Kann man denn überhaupt was verbieten, wirksam verbieten? Sie haben gesagt, in der Schule, was haben wir gemacht? Ja? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, warum nicht? Oder wann? Ne? Also das sind ja solche Sachen, die sind ja bei uns auch immer gelaufen. Was meinen Sie? Kann man denn etwas wirksam verbieten? Würden Sie vielleicht mal dazu was sagen? Also was mit Sicherheit nicht stattfindet, sind die Taschenkontrollen, um das nochmal klar zu machen. Das ist, ich denke, out und das geht es auch gar nicht. Das ist eigentlich nur eine Aufgabe der Polizei im Zweifelsfall, wenn es wirklich darauf ankommt. Dieses Verbot ist eine Regelung. In diesem Fall aber zum Schutz von Schülern vor Schülern, nicht Lehrer. Das Aspekt Lehrer ist ein zweiter Teil, aber für mich ist entscheidend, dass ich verantwortlich bin für die Schüler. Und da vor längerer Zeit an unserer Schule Aufnahmen von Schülern gemacht wurden, die erniedrigend waren und ins Netz gestellt wurden und dies in den Pausen passierte, ja, hat uns das bewogen, zum Schutz von Schülern so zu handeln, nicht zum Schutz von Lehrern, um das nochmal klar zu machen. Für mich stehen die Schüler an erster Stelle in dem Zusammenhang. Dass man in einer bestimmten Situation vielleicht etwas gestattet, ein komplexer Versuch aufgebaut ist, den die Schüler vielleicht dann fotografieren dürfen. Wenn der Lehrer dann sagt, okay, ihr dürft jetzt eure Handys einschalten und dürft das fotografieren. Okay, dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber generell Verbot zur Sicherheit der Regelung und Ordnung in der Schule zum Schutz der anderen. Und das, was ist, jeder hat sein Recht auf sein eigenes Bild. In dem Augenblick, in dem ich das Handy einschalte und fotografiere, verletze ich Persönlichkeitsrechte. Das sind wichtige Punkte, die man beachten muss. Das heißt also, generelles Verbot mit der Möglichkeit, an einer bestimmten Stelle auch Ausnahmen zuzulassen, wenn es dann sinnvoll und gestattet ist. Aber wie kontrollieren Sie das? Ich kontrolliere das gar nicht. Darum geht es auch gar nicht an dem Punkt, das zu kontrollieren. Es geht einfach um eine Regel, um klarzumachen, in dem Augenblick, in dem jemand das Handy zu laufen hat und im Unterricht ist, gab es ein Verbot und hat dann Konsequenzen. Welche Konsequenzen hätte das dann? Erstmal, das Handy wird erstmal eingezogen. Keine Frage, der Schulleiter bekommt es und der übergibt es dann den Eltern. Sodass also erstmal eine klare Spielregel existiert. Und letzten Endes auch klar ist, dass andere Personen nicht aufgenommen werden dürfen, andere Schüler nicht aufgenommen werden dürfen. Und dieses passiert in dem Augenblick, in dem die an sind, auf jeden Fall und erst recht in Pausen. Und das, was wir gemacht haben, Zettel, da haben wir den Nachbarn oder über Nachbarn was geschickt.
Aber diese Handyaufnahmen können sofort über alle verteilt werden. Das heißt, ich habe plötzlich ein Massenphänomen. Das ist eine ganz andere Situation als zur Schule, zu unserer Schulzeit mit einem Zettel, den man weitergereicht hat. Also ich lehne die Taschenkontrolle ab. Ich mache es nicht. Und die anderen Kollegen auch nicht. Ja, was meinen Sie? Wie könnte man sowas kontrollieren? Also man kann es nicht kontrollieren und das ist das Problem. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich so frech sein darf, dass es nicht funktioniert. Weil das Problem ist, da wird sowieso Schüler, die das Handy dabei haben. Und man mit einem Verbot, das ist so meine Grundhaltung, mit einem Verbot verschwindet das Problem nicht. Das Problem ist immer noch da. Die Symptome verschwinden vielleicht in der Schule. Das ist einfach für uns als Erwachsene, einfach ein Verbot auszusprechen. Dann habe ich nichts damit zu tun, da gibt es eine Konsequenz, dann kann ich einschalten. Aber wir müssen die jungen Leute begleiten. Deswegen wird das Thema, wenn man die Handys verbieten in der Schule sozusagen, dann passiert es, wenn die alleine sind, dann passiert diese Aufnahmen. Und ein Beispiel, ich bin so froh, dass Sie so toll über die jungen Menschen auch sprechen und unsere Aufgabe als Schule. Genau das, was Sie angesprochen haben, hatten wir, ich war gerade vor 3 Wochen auf Klassenfahrt. Und ich stehe und wir müssten etwas aufhängen oben auf eine Sache und ich steige auf den Schultern meiner Kollegen und das sah richtig lustig aus. Was passierte? Junge Menschen, Handy raus, fangen an zu filmen. So, wie man das kennt. Und der Kollege ist ausgeflippt, was ich sehr, sehr gut fand. Und wir setzen uns um den Tisch und reden darüber, ist das eigentlich erlaubt? Habt ihr die Erlaubnis, uns einfach zu filmen, weil ihr das lustig findet? Und dann entsteht Unterricht. Dann entsteht sozusagen auch eine persönliche Bindung. Und sagen, nein, das geht nicht. Und wir hatten eine 1,5 Stunden lang Auseinandersetzung, Erwachsenen, Jugendlichen mit dem Thema, was darf ich und was darf ich nicht? Hätte ich das alles verboten von Anfang an, waren die Jugendlichen mit dieser Sache allein gelassen. Und dann lernen die nicht. Unsere Aufgabe ist, die Jugendlichen zu begleiten, auch in die schwierigen Situationen. Und deswegen ist verboten. So ist es ja. Herr Valetile, wie ist das an Ihrer Schule? Sind die Handys verboten oder sind sie erlaubt? Ja, tatsächlich haben wir eine Regelung, ganz klar für die Mittelstufe, steht in der Schulordnung, dass Handys verboten sind, können natürlich, also jetzt nicht mitbringen, sondern Nutzung in den Pausen. Auf dem Schulhof ist eine andere Regelung. Da darf man sie benutzen, um zu telefonieren zum Beispiel. Und auch im Klassenzimmer, wenn ein Lehrer gerade einen direkten Nutzen sieht, dann kann er die Handys auch erlauben anzuschalten. In der Oberstufe ist es anders. Da benutzen wir die Handys eigentlich alle während der Pausen, im Unterricht halt auch, wenn das sich als sinnvoll erweist im Unterricht. Und da gibt es aber auch keine Probleme. Also nicht in dem Maß, dass jetzt alle nur desinteressiert an irgendwelchen echten Mensch-zu-Mensch-Beziehungen in der realen Welt nur auf ihre Handys gucken in den Pausen. Nun bin ich... Ach so. Ich würde gerne noch einen Punkt dazu anfügen. Und zwar denke ich, es kommt hin und wieder auch auf die Schüler selbst drauf an. Sie haben ja mitbekommen, ich bin Sonderpädagogin, habe in diesem Bereich gearbeitet mit Schülern, die, ich sag mal, ein schwieriges Verhalten hatten. Und wenn wir bei denen versucht haben, das an sich bestehende Handyverbot an der dortigen Schule durchzusetzen, dann ist die Situation beinahe regelmäßig eskaliert. Entweder haben die Schüler sich ein Späßchen draus gemacht, haben ein Handy abgegeben und in dem nächsten Moment holen sie ihr zweites raus und könnten sich wohl wegschmeißen vor Lachen. Oder eben es wurde auch wirklich aggressiv und von daher denke ich, ist das auch so eine Sache, die man tatsächlich, also so gesehen muss ich Ihnen ja zustimmen, nicht eindeutig regeln kann. Also so sehr ich grundsätzlich auch von meiner persönlichen Vita her sagen würde, verbieten ist immer so eine Sache, also ist nicht unbedingt gut, aber in dem Fall schon, sage ich aber auch gleichzeitig, es lässt sich eben nicht einfach durchsetzen und es gibt natürlich auch sinnvolle Anwendungen. Also es ist schwierig. Ich wollte Sie noch mal fragen, halten sich denn die Schüler an Ihrer Schule an die Verbote? Unterschiedlich, würde ich sagen. Also es ist natürlich so, es wird sich nie 100%ig an Verbot gehalten.
es gibt halt, man guckt dann auch mal, war bei mir in der Mittelstufe auch so, ist ein Lehrer auf dem Flur, kommt der vielleicht in Richtung unseres Klassenraums? Ich glaube, das ist immer ganz schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass deswegen mitunter glaube ich auch nicht, dass pauschale Verbote der richtige Weg sind. Ich fand es sehr schön, wie Sie das geschildert haben, mit der Situation auf der Klassenfahrt. Es gibt Probleme, die aus der Nutzung neuer digitaler Medien hervorgehen. Wir haben Cybermobbing, es gibt Gewaltdarstellung im Internet, es gibt datenschutzrechtlich ganz viele Sachen, die geklärt werden müssen. Aber Auftrag der Schule ist Aufklärung und das muss im Unterricht passieren. Und ich fand es interessant, wie Sie das geschildert haben, dass Sie sich verpflichtet fühlen, Smartphones zu verbieten, weil Sie ja zum Schutz Ihrer Schüler verpflichtet sind. Ich frage mich, ob das Problem, das Sie hatten mit den erniedrigenden Bildern, ob sich so etwas überhaupt löst, wenn man die Handys nur an der Schule verbietet. Denn das verlagert nur das Problem. Man muss meiner Meinung nach anders rangehen. Man muss darüber aufklären, was es für Probleme gibt, das im Unterricht diskutieren, so wie Sie es in der Gesprächsrunde auf der Klassenfahrt gemacht haben. Und nur so kommt man zu einem Ziel und nur so kommt man zu einem reflektierten Umgang mit dem Gerät. Weil später, nach der Schule, hat man es so oder so. Und wenn man es in der Schule nicht lernt und Auftrag von Schule ist die Vorbereitung auf das spätere Leben, dann hat man da dann einen großen Nachteil. Ja, Herr Schaller, vielleicht auch mal Ihre Meinung dazu. Mich interessiert zum Beispiel auch, ich könnte ja jetzt als Schüler auch mal sagen, gerade wenn ich dann schon Oberstufe bin, wenn die mir jetzt mein Handy wegnehmen, was weiß ich denn, wer da reinguckt und meine Daten vielleicht abzieht oder was. Also auch so ein Aspekt wäre ja durchaus legitim vom Schüler aus, sowas zu sagen. Wie meinen Sie denn, wie wäre denn eine gute Regelung da oder wie könnte man das so hinkriegen, dass das für beide Seiten oder für alle Seiten auch befriedigend wäre? Ich glaube, wirklich alle Seiten können wir da nicht befrieden damit. Das funktioniert einfach nicht. Das merkt man hier schon in der Diskussion. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen und wir müssen auch differenzieren. Wir müssen zum Beispiel mal aufs Alter der Schülerinnen und Schüler schauen. Es ist bekannt, dass im Altersbereich von 8 bis 13 Jahre die Nutzung von Tablets, TV, Smartphones und Co. ganz, ganz andere Prozesse in der Entwicklung auslösen kann. Negative Prozesse natürlich, Konzentrationsstörungen und Ähnliches. Bei älteren Schülerinnen und Schülern sieht das schon wieder etwas anders aus. Daher wehre ich mich gegen dieses generelle Verbot von Smartphones auch für den privaten Gebrauch. Es wurde auch schon mehrfach angesprochen von den Kollegen und von dem Schülervertreter, dass das eben das Problem nur verlagert. Datenschutzmäßig, ja, mit der neuen Datenschutzgrundverordnung haben wir gerade alle sehr viel Freude. Und natürlich muss das sichergestellt werden. Das hat mein Gewerkschaftskollege vorhin auch schon gesagt. Wir verstehen Schule natürlich auch als Schutzraum. Und in diesem Schutzraum muss jeder geschützt werden. An erster Stelle ganz klar die Schülerinnen und Schüler, an zweiter Stelle aber natürlich auch die Beschäftigten. Es muss also sichergestellt werden, dass nicht Daten missbraucht werden, dass nicht das Recht am eigenen Bild missbraucht wird. Wie kann man das sicherstellen? Klar, auf der einen Seite kann man sagen, wir verbieten Handys einfach generell. Das ist aber meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Hier haben wir einen wesentlich besseren gehört, nämlich mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam diese Regeln erklären, bearbeiten, vielleicht auch weiterentwickeln und so eben zu einem Konsens zu kommen, wo eben nicht ein Schüler oder eine Schülerin später dasteht, was filmt, weil das lustig findet, das ins Netz stellt und dann ist der Salat da, sondern eben in diesem Lernprozess bereits früh merkt, oh Moment, auch wenn es mein Lehrer ist, der hat auch sein Recht am eigenen Bild. Natürlich genauso für die Mitschülerinnen und Mitschüler. Vielleicht wollen wir erstmal unseren. Also gern als Großvater von drei Enkeln die Sicht in so einer pädagogischen Runde einfach gern hier eingebracht. Ja, Verbote müssen sein. Unsere Gesellschaft lebt mit Verboten. Sie können nicht bei Rot über die Kreuzung fahren. Und im digitalen Zeitalter für Kinder, deren Horizont, sage ich mal, sich in Erweiterung für mich befindlicher ist, ist wahrscheinlich das digitale Ja-Nein ein viel besseres. Das Kind, der Schüler, muss wissen, dort ist Schluss, dort beginnt eine andere Welt, ist zumindest meine Erfahrung der Umgang mit meinen Enkeln. Und zu dieser privaten Nutzung, ich fand diesen Vergleich hier sehr gut, dass man, was auch in Deutschland sehr oft von berühmten Damen zitiert wird, eine Übergangstechnologie des Nutzens des Goldes, was wir in der Hosentasche haben, ja. Aber ich denke, die Zukunft der Nutzung von digitalen Geräten, die sollte in der Ausstattung dann der Schule gehören. Und bis dahin, vielleicht ist es eine Brückentechnologie.
Sie hatten sich als Nächster gemeldet. Wir sollten uns mit dem Verboten selber mal an die eigene Nase fassen. Ich denke, wenn ich das Beispiel gab ja schon, Straßenverkehrsordnung, gibt ja sinnvollerweise bestimmte Geschwindigkeiten. Und wenn ich dann so die Meldung in der Tagespresse sehe, mit welchen Geschwindigkeiten manche Fahrer hier durch die Stadt fahren, ja, und letzten Endes wir auch regelmäßig, wo wir sagen, geblitzt werden, weil wir dann irgendwas überzogen haben. Das heißt, irgendwo müssen Grenzen gezogen werden. Auch die Einsicht der Erwachsenen ist ja nicht unbedingt immer so vollends gegeben an dem Punkt. Und ich will auch den weiteren Hinweis vielleicht aufgreifen. Die Schule ist eigentlich verpflichtet, so weit ausgestattet zu sein, dass sie den modernen Medien gerecht wird. Aber da haben wir ja vorhin schon mal diskutiert, dass also jetzt über Ausstattung nicht diskutieren, viel alte Sachen dabei sind. Mein Kollege hat das sehr deutlich formuliert, dass da erhebliche Defizite in der Berliner Schule sind. Ist also insgesamt klar. Für mich ist es entscheidend, dafür zu sorgen, ich wiederhole mich, Menschen zu schützen. Schule muss ein geschützter Raum sein. Damit kann man an dieser Stelle und muss etwas tun. Für mich sind die Schüler an dieser Stelle ganz wichtig, auch wenn man jetzt mit dem verboten ist. Ich führe keine Taschenkontrolle durch. Wenn die Schüler die Handys dabei haben, ausgeschaltet, ist das Thema noch völlig unproblematisch. Gibt es da gar keine Schwierigkeiten an dem? Ist doch alles erledigt. Keine großen Diskussionen zu dem Thema. Kann auch funktionieren auf diese Art und Weise. Und nach einigen Problemen funktioniert es im Regel so in der Schule einigermaßen vernünftig. Ich möchte ganz kurz die Metapher einmal aufgreifen der Fahrschule. Die finde ich nämlich sehr schön. Natürlich haben wir gewisse Regeln, rot fahren, andersrum natürlich, rot stoppen, grün fahren und ähnliches. Und Fahrschüler lernen auch, was Geschwindigkeitsbegrenzungen bedeuten. Wo lernen sie das? In der Fahrschule. Wie lernen sie das? Am besten natürlich, während sie selbst fahren. Und genau das möchte ich auch mit Schülerinnen und Schülern. Ich möchte mit ihnen gemeinsam die Medien kennenlernen und natürlich auch die Gefahren von Medien kennenlernen. Deswegen ganz wichtig, es muss in Tempi vorgehen. Also ich finde das auch ganz wichtig, das habe ich nicht gesagt. Das ist ja nicht so bei mir in der Schule, dass die Erstklässler mit Tablets rund um die Uhr arbeiten. Das ist gar nicht das Thema. Aber es muss gestaffelt sein. Die 456 bei uns zum Beispiel haben ein Handyhotel. Wenn die morgens in der Schule kommen, werden die in dem Handyhotel hingestellt. Dann sind die Sicherheit der Geräte, dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken als Schule, gewährleistet. Und wenn der Lehrer da sagt, ja, jetzt machen wir dies oder jenige, zum Beispiel Aufnahmen, was ja sehr wichtig ist, oder Bildbearbeitung, solche Sachen, holt man das Handy, es geht schnell und ist wieder zurück. Dann ist die Pausensituation auch geregelt und bei dem älteren Schüler sieht das anders aus. Da muss so eine Gestaffelung sein. Aber es ist ganz wichtig, ich finde es noch schlimmer, wir sitzen hier und reden über Schutz von Kindern. Gehen wir mal bitte mal jetzt essen. Was passiert in einem Restaurant jeden Abend? Also ich kriege die Krise, die Eltern, die sitzen und sagen, oder Großeltern, noch schlimmer, die sitzen da und sagen, ja, wir müssen die Kinder schützen. Und was passiert denn? 20 Uhr, die Eltern wollen noch eine Flasche Wein trinken, Handy wird hingesetzt, guckt ihr doch mal Sendung mit der Maus. Das ist kein Problem, aber es ist ein Problem in der Schule, wo die begleitet sind. Nein, das Problem liegt außerhalb der Schule, bei den Eltern, bei den Großeltern. Ich muss jetzt leider an der Stelle erstmal diese Runde abschließen, weil wir ja auch noch eine dritte Runde haben, so spannend, wie es jetzt geworden ist. Tut mir leid, aber wir wollen uns noch mal der Frage beschäftigen, wie sollte denn nun sinnvoller Gebrauch von Smartphones in Schulen überhaupt aussehen? Dazu haben wir auch wieder einen kleinen Einspieler. Also so wie die Lobby der Lehrer ist, ich denke, nein. Nein, also die dürfen sich ja im Prinzip auch nicht mehr wirklich äußern, ohne dass sie dann vielleicht von aufgebrachten Eltern jetzt wieder zurechtgewiesen werden. Also die haben das schon sehr schwer, die Lehrer. Die Lehrergeneration ist nochmal eine andere und diese Smartphone-Nutzung ist in dem Ausmaß relativ neu. Und vielleicht macht das halt auch einfach Angst und vielleicht werden eben nicht diese positiven Eigenschaften nicht so ganz erkannt. Natürlich Beschränkungen, also um die Kinder vor sich selbst und dem Netz natürlich zu schützen, also dass sie nicht Zugänge zu allen möglichen Bereichen bekommen können und das auch noch im schulischen Raum. Und natürlich auch die Schulung der Lehrer, also den richtigen Umgang mit diesen Medien natürlich auch vermitteln zu können, beziehungsweise überhaupt auch die Medien an sich richtig zu nutzen und dann sinnvoll zu nutzen und sich nicht nur einfach damit zu beschäftigen. Ja, wie sollte ein sinnvoller Gebrauch von Smartphones in Schulen aussehen? Das bedarf natürlich einer gewissen Ausstattung, die nicht nur im technischen Bereich liegt, sondern auch in der Ausbildung der Lehrer. Ich würde gerne mal fragen, sind die Schulen ausreichend gerüstet, die Schülerinnen
auf diesen sinnvollen Gebrauch mit Smartphones vorzubereiten? Wie ist die Ausstattung von den Schulen? Reicht die? Vielleicht kann ich dazu oder richten die Frage direkt. Nein, Sie können auch, wenn Sie es wissen. Nein, ich wollte ansprechen, dass ich glaube, Ausstattung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, der aber ebenso wichtig ist, ist das Bewusstsein, gerade bei Lehrkräften, Smartphones einzusetzen oder andere digitale Medien. Ich möchte auch noch mal sagen, ich denke, Smartphones können sehr hilfreich sein, auch im Unterricht. Würde ich aber gerne auch an Sie anknüpfen. Langfristig braucht man, denke ich, eine andere Lösung als dieses Bring Your Own Device, was in vielen Schulen praktiziert wird. Denn das ist auch eine soziale Frage. Dann kommt es dazu, dass Schülerinnen, die halt kein Smartphone haben oder ein schlechteres Smartphone haben, benachteiligt werden in der Schule. Das geht natürlich nicht. Also langfristig brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Ausstattung mit Tablets und sonst alles, was möglich ist an Möglichkeiten im Rahmen dieser Digitalisierung, die unsere Gesellschaft gerade durchläuft. Aber auf der anderen Seite muss es einen Bewusstseinswandel geben bei den Lehrkräften und bei der ganzen Schulgemeinschaft. Also ich würde jetzt mal gerne wieder dagegen halten. Und zwar anknüpfend an den Altersaspekt, den ich ja auch schon mal angesprochen habe. Also ich meine überall mittlerweile gelesen zu haben, dass die Hirnforschung sich dahingehend einig ist, dass die entsprechende Reife für eben die in Anführungsstrichen gute Nutzung dieser Medien ungefähr so ab dem 12. Lebensjahr gegeben ist. Und deshalb frage ich mich, wieso muss das überhaupt vorher schon stattfinden und möchte diese Frage sogar noch erweitern. In der Weise, dass ich sage, also die Älteren von uns haben ja noch so eine richtig voll analoge Kindheit, Jugend gehabt und auch im jungen Erwachsenenalter, sind die prima durchs Leben gekommen, ohne irgendwelche Tablets oder sonstigen Sachen. Sie können mir natürlich sagen, das glauben wir Ihnen, aber das ist nun mal so. Ich denke, wir sind da ein bisschen zu unkritisch. Es ist zwar so, dass es diese Geräte gibt, aber stimmt es tatsächlich, dass wir sie gerade im schulischen Kontext wirklich so immens brauchen? Kann man recherchieren, denn nicht auch anders noch lernen, immer noch? Oder wie das Beispiel vorhin mal war, dieses Entstehen eines Schaubildes, das hat doch noch mal wirklich eine ganz andere Qualität, also obwohl sich das auf Overhead bezog, aber Sie wissen, weshalb ich das noch mal anspreche, hat doch noch mal eine ganz andere Qualität als etwas, ich sag's mal bewusst so, zu konsumieren, was andere für mich irgendwo abgelegt haben. Ich würde gern darauf eingehen. Einmal haben Sie ja angesprochen, dass das Alter eine entscheidende Rolle spielt. Da würde ich Ihnen zustimmen. Das habe ich auch nicht gesagt, dass wir ab der ersten Klasse Tablets für alle brauchen. Also in dem Punkt bin ich total bei Ihnen. Was ich noch anfügen würde, gerade im Hinblick auf Nutzung von modernen Medien generell im Unterricht. Und Sie meinten ja, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Ich denke, wir brauchen es auf jeden Fall. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Wandel. Natürlich, die Älteren sind gut durchgekommen mit der Bildung, die sie genossen haben in ihrer Jugend. Wir werden auch, wenn wir alt sind, also ich spreche jetzt von mir und meinen Freunden, wird es auch ganz neue Möglichkeiten geben. Aber ich glaube, dass man diesen Wandel nicht unterschätzen darf. Dass es wirklich, es wird grundlegende Veränderungen geben, gerade im Arbeitsmarkt. Stupide Aufgaben, wie sie zu Zeiten der Industrialisierung vielleicht gerade gefordert wurden, werden wir nicht mehr so in diesem Maße brauchen. Es braucht kreatives Denken, es braucht kritisches Denken. Und besonders in Bezug auf Medien braucht es kritisches Denken. Denn wir werden zunehmend Aufgaben abgeben an Roboter oder an andere mediale Netze und so weiter. Und dann muss es immer gegeben sein, dass wir das kritisch hinterfragen und dass wir das auch in unserer Schule lernen. Ich würde auch super gerne eingreifen, weil Sie haben ganz recht. Es ist so wichtig, und wir reden jetzt über die sinnvolle Nutzung. Schüler sollen mit den Geräten nicht passive Konsumenten sein. Die sollen aktive Produzenten sein. Und das ist nämlich das Wichtige. Die sollen sozusagen statt
in der Hand eine achtseitige lange oder immer eine achtseitige lange Text schreiben. Das muss man auch können, das ist ganz wichtig, das ist Basic-Kompetenzen. Aber man kann zum Beispiel auch, wie gesagt, Thema Klassenfahrt, ich habe hervorragende mediale Aufgaben bekommen, wo Text geschrieben ist, wo Bilder eingefügt sind, wo sogar ein Film gedreht sind, hinter einem Bluescreen, wo plötzlich die Schüler deren Erlebnis aus dem Klassenfahrt zusammengefasst haben. Die sind also aktive Produzenten und das ist das Wichtige. Man muss nämlich sozusagen diese Kompetenzen neben Schreiben, Rechnen, Buchstabieren, alles das, was wir natürlich lernen müssen, aber die müssen auch lernen, produktiv mit den Medien umzugehen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann muss es in den Köpfen der Lehrer, was ganz Wichtiges, stattfinden. Sie haben recht, wir sind nicht alle Digital Natives, wir sind nicht damit aufgewachsen. Aber ein Lehrer muss auch sozusagen Blickwechsel machen können und sagen, lernen Sie mir doch mal bitte an den Schülern. Die Schüler können das und in diesem Kontext, wenn man sich als Lehrer traut, zu sagen, zeig doch, wie es geht, wie kann ich eine Homepage basteln? Dann entsteht richtige Lernen, weil die Lehrer kommen mit den fachlichen Inhalten und die Schüler kommen mit den medialen Wissen und dann entsteht gemeinsam, weil selber Lehrer müssen lebenslang auch lernen. Darf ich mal ganz kurz noch mal eine Frage an unseren jungen Gast stellen, weil er vertritt nun mal die Schülerschaft. Wir hatten noch das andere eingeladen, aber leider sind heute nicht alle gekommen. Was würden Sie denn vom Lehrer erwarten? Wie soll er Ihnen denn den Gebrauch, sagen wir mal, von Smartphones beibringen? Oder wenn Sie jetzt jünger wären, noch ein bisschen 2 Jahre zurückerinnern. Was hätten Sie denn erwartet von Lehrern? Wie hätten die das machen sollen? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eben weggeht von diesen pauschalen Verboten, dass man das Smartphone viel mehr thematisiert im Unterricht. Wir machen also in Berlin, erlebe ich an meiner Schule, wir machen ganz viele Projekte, zum Beispiel zum Thema Drogen, aber was Gefahren im Netz und so angeht, sehr wenig. Und da denke ich, muss man auf jeden Fall aufklären. Da gibt es großen Handlungsbedarf. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die man so machen kann. Das ist sozusagen auf dieser Gefahrenseite, die von neuen Medien umgehen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, da unterschätzen Sie auch die Möglichkeiten digitaler Medien, bin ich total bei Ihnen. Es gibt so viele Möglichkeiten, schöpferisch tätig zu sein am Smartphone, am iPad. Man kann Filme drehen, man kann selber genau Stop-Motion irgendwas machen, was wir gerade zum Beispiel im Chemieunterricht machen. Es ermöglicht eine große Möglichkeit zum Austausch, wenn man gleichzeitig an einem Dokument, einem Text schreiben kann. Und ich möchte gerne noch einen Punkt anführen, der auch angesprochen wurde, nämlich dieses gemeinsame Lernen voneinander. Das ist in meinen Augen, kann das von vielen Lehrkräften vielleicht eingeschätzt werden als, das ist irgendwie ein Autoritätsverlust für mich, das ist gefährlich. Und das finde ich persönlich ganz spannend, das geht irgendwie immer mit neuen Medien einher, dass bestimmte Gruppen immer denken, das ist die Lösung für all unsere Probleme und bestimmte Gruppen sagen immer, das ist das große Unheil, was jetzt kommt, was wir unbedingt abwenden müssen. Das war auch schon bei den Romanen so. Da hieß es auch, da fehlt jetzt doch der Lehrer, da fehlt irgendwie die Autorität, man entflieht in eine Traumwelt, die nicht real ist. Das müssen wir unterbinden. Und ich finde diese Entwicklung ganz spannend und glaube, es ist unbedingt wichtig, dass wir, egal mit welchen Medien wir uns beschäftigen, welche Medien noch auf uns zukommen, immer sie nicht pauschal aussperren. Das funktioniert eh nicht. Wir müssen uns kritisch damit auseinandersetzen und das hätte ich mir auch mehr, um auf die Frage zurückzukommen, in meiner Schulzeit gewünscht. Darf ich direkt? Ja, bitte. Ich drauf, ganz kurz. Also ich denke, ganz so weit sind wir gar nicht auseinander. Und ich nehme Ihnen ohne weiteres ab, teilweise habe ich da sogar noch ein bisschen Einblick drin, dass man mit diesen Medien kreativ umgehen kann. Aber mein Votum ist, ein tolles Haus braucht ein gutes Fundament. Und dieses Fundament, also das lasse ich mir auch nicht ausreden, das entsteht durch reale Erfahrungen in den ersten Lebensjahren. Und leider lassen sich Eltern verrückt machen und drücken schon 3-, 4-, 5-jährigen Kindern solche Geräte in die Hand. Sie haben also fast nur noch Begegnung mit virtuellen Welten. Und wenn das denn noch verstärkt werden sollte in der Schule, in dieser Zeit, dann halte ich das halt nicht für gut.
Ja, unsere Sendung, muss ich sagen, unsere Sendung hat auch ein Fundament. Das ist der Zeitplan. Wir sind leider jetzt in die Phase eingetreten, dass wir noch eine Minute übrig sind. Genau, und deswegen würde ich sehr gerne noch mal einen Aspekt reinbringen. Wie ist das eigentlich mit Lehrstühlen an der Uni, wo solche Konzepte den Lehrern überhaupt erstmal beigebracht werden? Wie ist es mit der Finanzierung dieser phänomenalen Ausstattung, die in den Schulen ja auch stehen muss? Die muss da ja nicht nur stehen, sondern auch gewartet werden. Vielleicht Herr Schaller oder beide? Wir haben noch eine Minute. Dann versuche ich es ganz kurz und knapp zu machen. Die Finanzierung kann gewährleistet werden. Wir haben wunderbare Haushalte auf Landes- und auf Bundesebene. Ich sehe da kein Problem, wo da nicht noch das Geld dafür herkommen soll. Klar, wir reden hier über Summen, die sehr groß sind, aber es gibt auch ja diese wunderbare, einfache Rechnung, ne, die ja aussagt, für jeden Euro, den man in die Bildung hineinsteckt, bekommt die Volkswirtschaft später etwa 100 Euro raus. Das ist doch eine relativ einfache Rechnung. Da kann uns auch keine Bank irgendwas mitmachen mit irgendwelchen Aktienpaketen oder sonst was. Das ist ein Gewinn, den sollten wir mitnehmen und da muss investiert werden. Dann bin ich jetzt der Meinung, dass das das Schlusswort war. Ich sehe gerade, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wobei es ist ja ganz oft so, dass es dann erst richtig losgeht, wenn es fast schon zu Ende ist. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben also heute gesehen, dass es zu diesem Thema immer noch sehr kontrovers zugehen kann, obwohl unsere heutige Sendung beileibe nicht die erste und auch nicht die letzte sein wird, die es zu diesem Thema gegeben hat. Es gab viel für und wider. Es gab sehr viel kontroverse Diskussionen. Aber ich glaube, als Fazit kann man ziehen, wir werden diesem Thema Smartphone uns nicht entziehen können. Dass man damit produktiv umgehen kann und muss, ich glaube, das wird die Zukunft von uns allen verlangen, auch ob man alt oder jung ist, ob man Lehrer ist oder einfach nur Nutznießer ist. Ja, wir danken erstmal all unseren Gästen, dass sie uns so tapfer bei dieser ersten Sendung unterstützt haben und rege mitdiskutiert haben. Vielen Dank. Wir danken auch unseren Zuschauern, dass sie es mit uns bis jetzt ausgehalten haben. Ich hoffe, es war etwas Spaß dabei, etwas Wissenszuwachs dabei. Kommen Sie gut nach Hause und allen Zuschauern einen schönen Abend. Bleiben Sie weiter mit dem Mang. Sie können uns wiedersehen. Wir planen nämlich weitere Sendungen mit weiteren interessanten Themen. Wir suchen ältere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Es ist einfach Spaß, daran zu finden, sein Fernsehprogramm selber zu machen und nicht nur vor der Kamera, vor dem Fernseher zu sitzen. Kommen Sie bei uns vorbei, rufen Sie uns an, melden Sie sich, machen Sie mit bei uns. Sie erreichen uns unter Twitter, Facebook und wir haben auch eine Webseite. Ich hoffe, dass sie eingeblendet wird. Wir, das sind die Filmgruppe von Mittenmang bei Alex TV. Immer streitbar, immer spannend. Wir sind Mittenmang. Okay, ich glaube, das ist alles drauf. Jetzt läuft der Abspann. Ja. Okay. So.